Guten Abend, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer. Stellen Sie sich vor, Sie wohnen in Olten und arbeiten in Zürich. Wie meistens langen Sie am Feierabend gerade noch auf den Zug. Geschafft, aber es ist 6:30 und die Läden sind zu. Für Leute, die unterwegs sind, gibt es jetzt den Railshop von Coop. Ein Laden auf Schiene. Einmalig und neu in Europa. Ein Problemlöser für Reisende, die die Zeit einteilen müssen. 10-mal am Tag verkehren unsere Einkaufswagen zwischen Zürich und Bern mit einem Sortiment von über 800 Artikeln für den täglichen Bedarf. Alles ist da. Milch, Salat, Brot oder Abwaschmittel und sogar etwas Erfrischendes aus der Tiefkühltruhe darf nicht fehlen. Auch eine Railbar mit Kaffee, kühlen Getränken und kleinen Snacks hat es im Railshop. Und für dringende Botschaften steht sogar eine Internetstation zur Verfügung. Armin, wie finden Sie den Railshop? Ich finde ihn super. Nur schade, dass er natürlich nicht bis auf den Bürgerstock rauffährt. Sonst hätte ich meine Birne für das Rezept gerade unterwegs besorgen können. Grüezi miteinander. Nicht ohne Grund hat Armin Amrain für das heutige Rezept Birnen ausgesucht. Birnen sind nämlich auch das Thema des neuen Frischmärt-Magazins, das diese Woche mit der Coop-Zeitung verteilt wird. Und neben allerhand Wissenswertem über die verschiedenen Sorten mit klingenden Namen wie Dr. Guillot, Williams, Hardy, Gute Luise, Conférence oder Kaiser Alexander, finden Sie dort eben auch das folgende Rezept. Toastbrotscheiben mit Weisswein beträufeln, Birnen schälen und das Kerngehäuse entfernen, dann schieben und sofort mit Zitronensaft beträufeln. Jetzt Brot, die Birnen und die Raclette-Käse-Scheiben ziegelartig in eine befettete, offenfeste Formschichten. Feine Speckstreifchen drüber streuen und einen Guss aus Milch, Eier, Salz und Pfeffer drüber verteilen. Vor Metallfolie abdecken und im vorgeheizten Ofen eine halbe Stunde backen. Dann die Folie wegnehmen und 10 Minuten fertig backen, bis das Brot schön goldbraun ist. Das Rezept für das Rahmgehen steht in der Beilage der neuen Coop-Zeitung im Frischmärt-Magazin. Und hier zur Erinnerung nochmal alle Zutaten, die wir gebraucht haben. Toast und Weisswein, Birnen, Zitronensaft, Raclette-Käse, Speck, Milch und Eier, Salz und Pfeffer. Danke, Armin. Während der Expo 02 ist übrigens vorgesehen, dass der Coop Railshop auf einer ganz speziellen Route verkehrt. Und zwar von Zürich über Bern und Biel nach Lausanne. Sie haben es gemerkt, alles frühere oder zukünftige Lande- oder Expo-Standorte. Zuerst geht es jetzt aber weiter mit dem Superspiel. Die Woche unterstützt von den folgenden Sponsoren: McCain 123 Fritz, Gimmick von Emmy, Epergomfi Hero Plaisir, Schauma-Shampoo-Milchprotein und Tampax-Tampon. Zu gewinnen gibt es 3 Städtereisen für je 2 Personen nach Barcelona, offeriert von Helvetic Tours. Und auch das mal 100 mal 10'000 Superpunkte für Superprämien. Das Mitmachen lohnt sich also. Weiterhin kreuz und quer unterwegs im ganzen Land ist Super Game. Ein packendes Spiel für alle, die gerne etwas Außergewöhnliches erleben wollen. 3 bis 4 Mal pro Woche wird vor verschiedensten Coop-Verkaufsstellen in der ganzen Schweiz ein Supergame ausgetragen. Wie beim richtigen Posten können die Mitspielerinnen und Mitspieler Superpunkte für Superprämien sammeln und sich dabei wieder mal so richtig amüsieren. Die Gewinnerinnen oder Gewinner haben bis jetzt einen VW Lupo mit heimnehmen. Und auch sie selber könnten bald einmal zu den glücklichen Besitzerinnen und Besitzer gehören. Wo in ihrer Nähe der Supergame-Tross Halt macht, entnehmen Sie am besten die Coop-Zeitung oder ein Plakat in Ihrem Coop-Laden. Aber verpassen sollten Sie diesen Plausch auf keinen Fall. Und auch nicht verpassen sollten Sie unsere Aktionen. Wir haben Angebote, die Sie bestimmt gut brauchen können. Williams-Birre für das Rezept von Armin Amrain kostet 2,30 €. Und mit der Coop Supercard kommen Sie Jubilor Classico Bohnenkaffee im Duopack zum halben Preis über. Beim Kauf von 2 Viando Servala gibt es 100 Superpunkte für Superprämien, denn Sie wissen ja, Supercard vorzeigen, sofort profitieren. Das war es für heute aus dem Coop-Studio. Danke, dass Sie Zeit hatten und auf Wiedersehen.